Langsamkeit. Wow! Wow! All these girls are down. Hey Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge Minecraft Nero. Und jetzt joinen wir auch direkt wieder. Und ihr seht schon, ich habe heute mal seit ungefähr 2 Jahren wieder das Minecraft Spags Texture Pack installiert. Und, oh, da haben wir direkt ein Level Up bekommen. Leider ist der Mob jetzt hier auch weg, wie ich sehe. Okay, boah, ich habe seit 2 Jahren keinen Spags mehr drin gehabt. Das ist auf jeden Fall sehr krass. Und ich hoffe, die Folge ist sehr gut angekommen. So, Optifine und so funktioniert auch noch alles. Und ja, Spags finde ich eigentlich, ist jetzt nicht so mein Favorite, aber ich finde sowieso, welche Projekte muss man einfach Spags benutzen, weil ein anderes Texture Pack ist einfach nicht das Wahre, würde ich mal sagen. So, dann bauen wir hier nochmal Erde ab. Okay, das ist da drunter abbauen. Ja. Yeah. Haben wir nochmal Kohle bekommen. Und dann haben wir auch noch hier eine Fackel und können die platzieren. So, wir müssen auf jeden Fall erstmal eine Höhle finden und ein bisschen Ressourcen. Ich glaube, eine Höhle ist hier erstmal einfacher als... Ja, ich wollte jetzt erstmal auch eine Kohle finden. Stimmt eigentlich. Dass man erstmal hier nach Kohle sucht. So, dann haben wir das auch eigentlich direkt abgebaut. Und dann würde ich auch jetzt gleich mal in Richtung Action gehen, weil dieses Texture Pack ist ja eigentlich auch dafür da. Ich will wirklich besser sein als die aus der... So weiter sein am Ende als die aus Minecraft Nero, aus dem großen Projekt, dass man so sagen kann, ja, man war eigentlich weiter als die in dem Projekt, in den ersten Folgen. Deswegen, ah, da ist nichts. Ich mache immer so einen F5-Modus wegen den Survival-Games und so. Ah, da haben wir noch das. Essen wir nochmal. Oh ja, dieser Ausblick, wunderschön. Und dann schauen wir nochmal hier oben. Ist hier noch irgendwas? Die sind ganz normal. Keine Monster gerade. Okay, gut. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Proviant mit. Das Zuckerrohr nehme ich auch mal mit. Einen Ofen nehme ich mit. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Und zur Sicherheit noch mal eine Spitzhacke. Und Erde. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Wir suchen eine Höhle. Springe jetzt mal runter. Schafft durchgehend 120 FPS. Sehr gut. Das ist doch gut. Und da hinten haben wir schon den ersten anderen Mob, den wir jetzt angreifen werden. Und den sollten wir jetzt eigentlich haben. Genau. Da haben wir ihn bekommen. Und hier ist auch unser erstes Eisen. Direkt an der Oberfläche. Sehr gut. Ich bin schon gespannt, was in der zweiten Nacht auf uns zukommt. Dieser Boss, der war schon hart. Muss man schon sagen. Also schon vom Aussehen. Oh nein, Dark Beast. Okay, den haben wir ein paar Hits Das meinte ich. Wie krass ist der denn? Mit dem zweiten Hit hätte er uns bekommen. Aber sind wir noch vorbeigekommen. Gut. Das meine ich, Leute. Ohne Rüstung kann man hier überhaupt nichts reißen. Überhaupt gar nichts. So. Dann bauen wir hier noch die Kohle ab, weil die Kohle, ja, was soll man dazu sagen? Man kann sich mit der Kohle jetzt nicht wirklich wehren, aber dieses Modpack bringt auch schon so einiges mit sich. So. Da bauen wir noch das ab und dann gehen wir mal wieder, aber müsst ihr auch schon sagen, der Platz ist wirklich gut. Und da haben wir schon durch Gras hier dieses Abbauen. Verdient man auch richtig viel Sachen. So. Sieht schon wieder. Wie gerade die Sonne. Ach so, die Sonne geht unter. Okay. Was ist das? Das sieht schon sehr mysteriös aus. Naja, egal. Das Essen geht wirklich schnell weg.
Ich will jetzt hier nicht sterben. Was ist das? Das kann ich noch gar nicht bekämpfen, Leute. Das, weil es gibt auch hier manchmal so Mobs, die kann man erst ab Level 20 oder so bekämpfen. Ich bin gerade mal Level 1 fast bei jedem. Und das kann man noch gar nicht mal bekämpfen. Diese Monster kann man noch gar nicht bekämpfen. Ah, muss man hoch. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh, boah, gerade noch so bekommen. Hier, Leute. Das sind ja gerade hier die mega krassen Mobs. Also so krasse Mobs habe ich noch nicht gesehen. Den sollte ich aber bekommen. Oh. Hui. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was sind das denn für Mobs? Komm. Ah, nee, als erstes mache ich mir erstmal ein Eisenschwert, damit ich mehr Schaden mache. So, dann nehmen wir das raus. Tun da die beiden Eisen rein, die reicht genau auch für ein Eisenschwert. Und hier dieser Keyblade ist dann zum Beispiel für den Kopf des Enderdrachen oder so, würde ich mal sagen. Da haben wir das erste Eisen. Und das zweite Eisen folgt dann auch direkt. Na, damit wir die da auch bekommen, die sehen schon so Hammer aus. So. Und ich darf auch nicht sterben, das ist das Problem. Weil sonst, ja, nächsten Tag keine Folge. Und das ist natürlich nicht so gut. Kann ich die schon angreifen? Nein! Hui, wie viel Schaden die einfach auch machen. Deshalb habe ich irgendwie so eine Vergiftung oder was war das? So eine Vergiftung. Der darf ich auf jeden Fall nicht treffen. Nicht treffen. Nein! Ein Hit und ich bin tot. Kommen die hier da rein? Jawohl. Und den habe ich auch. Und den habe ich auch. Gut. Da haben wir die ersten getötet. Und jetzt kommt der dran. Oh, den haben wir mit 2 Hits bekommen. Der war jetzt nicht so stark. Ich würde auch gerne mal wissen, wer das ist. Weil Creeper. Creeper ist jetzt nicht so schwer. Ist normaler Minecraft. Ist jetzt nichts Besonderes. Okay, noch ein Schaf. Ich mache jetzt immer so eine Tour, würde ich mal sagen. Ja, heute ist der Big Night oder wie man sowas nennt. Da sind so die Riesenbosse und Totenköpfe und so unterwegs. Oh, shit. Der hat aber so wenig Leben, den sollte ich eigentlich one-hitten. Ne, two-hitten. Hä? Oh, ich hab gerade gedacht, hä? Ein Eisenschwert macht aber auch relativ viel schon Schaden. Ist ja in Minecraft eins der besten Schwerter, aber hier eins der schlechtesten. So, haben wir den auch. Also jetzt gerade machen wir so eine richtige Night Tour. Okay, ein normaler Zombie. Jetzt gerade sind aber hier irgendwie nur normale Minecraft Gegenstände oder wie man sowas nennt unterwegs. So. Oh nein, Night Weeper. Nein. 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 Oh, habt ihr es gemerkt, wie der Boss mich angezogen hat? Habt ihr es gemerkt? Der hat so, ich hatte so ein, für kurze Zeit so einen Effekt, dass ich nicht mehr sprinten konnte.
Für kurze Zeit. Ich darf auf jeden Fall nicht sterben. Hä? Langsamkeit? Wow! 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 Leute! Leute! Ich habe gerade nicht ernsthaft diesen Riesenboss besiegt. Leute! Nein! Ich habe einfach den Riesenboss besiegt. Okay, da haben wir eine gute Combo gegeben. Und da ist auch dieser Night Weeper tot. Boah, jetzt rasieren wir aber gerade ganz schön, würde ich mal sagen. Da kann uns eigentlich gerade gar keiner mehr aufhalten. Hey, ich kann die doch angreifen? Hey, ich kann die angreifen. Das wusste ich überhaupt gar nicht. Ich hätte immer gedacht, die kann man gar nicht angreifen. Okay, gut. Mit denen kann man tauschen. Magic Dust. Ich habe leider nur Copper Coins. Für Copper Coins kann ich hier leider überhaupt nichts kaufen, glaube ich. Ne. Alles nur die gleichen. Schade. Hab jetzt auch gar nicht auf die Zeit geachtet. Natürlich genau die gleichen Sachen. Okay. Ich will den unbedingt bekommen. Nice, da haben wir den ersten. Der hat uns auch irgendwas gedroppt. Glaube ich. Und den sollten wir gleich auch haben. Und da haben wir den. Gut. Nice. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt auch schon direkt wieder nach Hause. Weil die ganzen Sachen, die wir jetzt gerade auch hier gefarmt haben, denn wir sterben. Das ist auch nicht so cool. Das ist gerade Action pur. Okay. Und dann sind wir auch schon wieder in unserem Haus. Dann würde ich mal hier die ganzen Sachen rauslegen, die man hier gerade noch gedroppt bekommen hat. So, und dann würde ich mal sagen, ich hoffe mal, die Folge war jetzt nicht zu kurz. Bis zum nächsten Mal. Droppt doch Like. Morgen 18.30 Uhr die nächste Folge Minecraft Nero. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ich muss natürlich ausloggen, das habe ich in der letzten Folge vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.